In diesem Video will ich zeigen, wie ihr durch PID-Tuning eine gleichmäßige Temperatur bei eurem 3D-Drucker erreichen könnt. Auf diese Weise könnt ihr durch weniger Temperaturschwankungen die Gleichmäßigkeit der Extrusion verbessern und so schönere Drucke mit weniger Linienbildung erreichen. Im gezeigten Bild kann vor allem bei der Betttemperatur erkannt werden, dass diese zwischen 58 und 62 Grad schwankt, was nicht besonders gut ist. Daher will ich nun am Beispiel des LEGO Neptune 4 Pro zeigen, wie man ein PID-Tuning durchführt, um dies zu verbessern. Bei anderen Clipper-Druckern kann das Ganze analog durchgeführt werden. Zunächst öffnen wir das Webinterface des Druckers. Bevor wir die einzelnen Heizelemente kalibrieren können, müssen wir zuerst den Namen herausfinden. In der Fluid-Web-Oberfläche können wir einfach im Bereich mit der Temperaturgrafen die jeweilige Temperatur anklicken und mit Enter bestätigen. Anschließend sehen wir in den Befehlen in der Konsole nach dem Stichwort Heater ist gleich den entsprechenden Namen des Heizelements, den wir später brauchen. Die Lüfter können wir für die Kalibrierung übrigens deaktiviert lassen. Clipper wird sich später beim Druck, auch wenn sie dann aktiviert sind, automatisch an die geänderten Bedingungen anpassen. Für die Kalibrierung müssen wir nun mit der Konsole arbeiten. Mit dem Befehl PID Calibrate, Heater ist gleich Heater Bed, Target ist gleich 60, können wir das Kalibrieren des Heizelements im Druckbett starten. Das Ganze dauert nun etwa 10 Minuten und im Temperaturgraph können wir sehen, wie die Prozedur durchgeführt wird. Mit dem Befehl SaveConfig kann man dann die in der Prozedur bestimmten Werte speichern. Anschließend können wir mit dem Befehl PID Calibrate, Heater ist gleich Extruder, Target ist gleich 200, auch noch das Hotend kalibrieren und auch hier wieder mit SaveConfig alles speichern. Bei normalen Druckern wären wir nun fertig. Da der LEGO Neptune 4 Pro allerdings ein segmentiertes Heizbett besitzt, müssen wir auch noch den zweiten Heizkreis kalibrieren. Das machen wir mit dem Befehl PID Calibrate, Heater ist gleich Heater Bed 1, Target ist gleich 60. Auch hier wird danach wieder mit SaveConfig gespeichert. Wenn wir nun in die Printer.config schauen, dann sollten wir am Ende unsere neuen PID-Werte finden und alles hat funktioniert. Für einen Vorher-Nachher-Vergleich seht ihr nun den Temperaturgraphen eines LEGO Neptune 4 vor und nach dem PID-Tuning. Es ist erkennbar, dass hier keine Schwankungen mehr vorhanden sind und die Kalibrierung einen Mehrwert gebracht hat. Beim Neptune 4 Pro führt das segmentierte Heizbett im Gegensatz dazu, dass sich die Heizkreise durch die gemeinsame Platte gegenseitig beeinflussen, was für weiterhin vorhandene Schwankungen sorgt. Bei Druckern mit segmentierten Heizbetten bringt das PID-Tuning des Heizbetts zwar dennoch eine Verbesserung, diese ist aber nicht so stark. Falls ich euch mit dem Video weitergeholfen habe, dann lasst gerne ein Abo da und schaut auch auf meinen Kanal für weitere interessante Tutorials vorbei.